Herzlich willkommen zum Seminar hier im Zelt, begeistert von den Möglichkeiten, mit Jesus Gesellschaft zu gestalten, mit Uwe Heimowski. Ihr dürft noch reinkommen, die ihr draußen seid oder da hinten seid. Wir haben genügend Platz. Es wird ein spannender Nachmittag werden. Wir haben von den LGV-Hauptamtlichen Uwe Heimowski vor einem Jahr kennengelernt. Nicht live, das war wegen Corona nicht möglich, aber er war uns zugeschaltet und hat richtig spannend von seiner Arbeit in Berlin erzählt. Der Uwe ist Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Bundestag und Sitz der Bundesregierung. Er ist unser Einflüsterer in Berlin. Also da kann man wirklich klatschen. Denn der Uwe vertritt die Werte, die uns wichtig sind, in Berlin mit seinen 1000 Kontakten und mit allen Gesprächen, die ich mit ihm schon hatte, spüre ich, wie viel Erfolg das hat. Wir denken immer, alles wird schwieriger und geht der Bach runter und Werte gehen verloren. Stimmt auch, aber nicht nur. Der Uwe hat einen starken Einfluss und er hat viele Leute mit aufgebaut, die einen starken Einfluss haben. Und deshalb ist das eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Also ich bin dankbar, dass du da bist. Der Uwe ist Theologe, Pädagoge, Erzieher, Pastor und eben unser Lobbyist, Verkündiger, Seminarlehrer oder wie auch immer, oder so wie heute Nachmittag. Uwe, bevor du uns was von deinem großen Wissen erzählst, sag mal was zu deiner Familie. Bist du alleine? Bist du mit anderen? Also was ist deine Familie? Meine Familie, das ist erstmal meine Frau Christine, eine Schweizerin aus dem schönen Adelboden. Und alle, die mal Adelboden waren, die können sogar mit ihrem Nachnamen was anfangen. Die heißt nämlich Hari. Da sagen auch immer ein paar, aha, genau, fangen so ein Hari. Das ist ihr Onkel. Und wir haben 5 Kinder, die älteste ist 25 und die jüngste ist 12. Und die eine ist in Freiburg, unser Sohn ist gerade in Ecuador, die andere ist in Erfurt. Und die nächste, die macht gerade Abi und will dann nach Australien für ein Jahr. Also lauter gute Orte, Erfurt war es Christenwelt, du hast mir gesagt, da konntest du bei deiner Tochter übernachten. Letztes Jahr warst du in Freiburg und hast dich von dort aus uns zugeschaltet. Freiburg gibt es ja auch, LGV und EC. Also gute Orte, die du auch im Süden kennst. Ansonsten sag nochmal gebürtig und wo du jetzt wohnst. Ich selber bin geboren in Niedersachsen. Meine Eltern haben sich aber scheiden lassen, als ich relativ jung war und bin dann an der dänischen Grenze aufgewachsen. Also ganz in Nordfriesland, wem das was sagt. Dann habe ich mich mit 22 bekehrt aus einer Sucht heraus und bin dann in Hessen in einer Einrichtung gewesen, einer Therapieeinrichtung, und von da aus dann insgesamt 16 Mal umgezogen. Und seit 2001 leben wir in Gera, also das ist schon richtig lange. Und Gera ist sehr weit weg von hier, Thüringen, also schon ein Stück. Aber heute zum ersten Mal in Bad Liebenzell und deshalb ein herzliches Willkommen auf dem Missionsberg. Dankeschön. So, also ich finde, das hört sich sehr, sehr spannend an, was du machst. Erzähl mal, auch jetzt passend zum Thema, ein Erlebnis, wo du sagst, da hast du die Leitung des Heiligen Geistes erlebt in deinem Dienst, in deinem Leben. Ja, wir hatten mal, also ich komme gerade von der internationalen Berliner Begegnung. Das ist das Gebetsfrühstück, in Washington kennt man das, das National Prayer Breakfast, und das gibt es auch in Deutschland, und da kommen dann Gäste aus der ganzen Welt. Und vor ein paar Jahren war ich bei so einem Gebetsfrühstück und da war eine junge Frau und die sagte, ich muss unbedingt meiner Abgeordneten was sagen, kennst du die? Ich habe noch nie gehört den Namen, ich meine, das sind 600, über 700 Abgeordnete, ich kannte die wirklich nicht. Sie sagte, aber ich habe eine ganz dringende Sache, die muss ich ihr unbedingt sagen, und kannst du das mal irgendwie? Und ich sage, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Und die musste dann aber abfahren mittags. Und nachmittags gehe ich in den Bundestag, gehe in den Fahrstuhl, und im Fahrstuhl steht eine Frau und die hat ein Namensschild. Und Abgeordnete haben nie Namensschilder, aber die war gerade bei irgendeiner anderen Tagung. Und es war genau diese Person. Ja, und jetzt kommt's und ich spreche die an und sage, entschuldigen Sie, ist vielleicht ganz komisch, aber ich soll Ihnen einen Gruß sagen von der und der Frau. Und dann fängt die an zu heulen. Und wir gehen in ihr Büro und es stellte sich raus, dass sie kurz vorher ihren Mann verloren hat. Also eine ganz tragische Geschichte. Und am Ende konnten wir miteinander beten und so. Also es war einfach nur eingefädelt. Das kannst du nicht machen. Also der Heilige Geist hat dich ins Abgeordnetenbüro in Berlin geführt, um dort zu beten. Das ist doch was.
Also ein erstes Beispiel. Ich bin gespannt auf dein Thema und ich werde nachher noch ein paar Fragen stellen, um das zu vertiefen. Und du darfst jetzt loslegen. Gerne. Also vielen Dank. Begeistert von den Möglichkeiten, wie Jesus die Gesellschaft gestalten. Wie möchte ich das gestalten jetzt die nächste Dreiviertelstunde? Es geht zunächst einmal, also ich werde mit euch drei Bibeltexte angucken. Ich werde sehr viel aus der Praxis erzählen und ganz zum Schluss möchte ich euch gerne eine Aktion vorstellen, bei der man sich aktuell beteiligen kann, um im Bundestag etwas zu bewegen. Begeistert von den Möglichkeiten. Apostelgeschichte 2 möchte ich doch jetzt gerne nochmal lesen. Die Jünger sind verunsichert, verschreckt. Die Jünger ziehen sich zurück und dann kommt dieser Pfingsttag und der Petrus, der vor nicht allzu langer Zeit seinen Herrn noch verleugnet hat, hält eine Predigt. Und nach der Predigt heißt es, und als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, und lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort einnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten viele Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Man muss sich das mal vorstellen. Wenige Tage davor ist der Herr dieser Gemeinde gekreuzigt worden und über seinem Kreuz stand Jesus von Nazareth, der König der Juden. Also ein absolutes Missverständnis. Herodes hat ihn hinrichten lassen, Pilatus hat ihn hinrichten lassen, mit dem Verständnis, hier will einer Königsherrschaft anstreben. Der möchte König werden. Dabei hatte Jesus doch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, der hatte überhaupt nie vor, König zu werden. Jesus hat nie ein politisches Amt angestrebt. Also ein völliges Missverständnis. Jetzt stirbt er, jetzt aufersteht er, fährt zum Himmel und sendet den Heiligen Geist. Und die Jünger, die begeistert sind von Jesus, die den Heiligen Geist erleben, fangen an zu predigen, fangen an zu missionieren, fangen an, in den Sprachen der Menschen zu sprechen, die um sie her sind und erreichen es durch ihren Lebensstil, dass die Menschen, die gerade noch aufgebracht waren und geschrien haben, kreuzigt ihn, dass sie sie ansehen. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Wie ist denn das passiert? Wie ist das passiert, dass plötzlich so ein Umschwung da war? Wie kam das? Wieso haben sie Ansehen gehabt beim Volk? Wenn man in der Apostelgeschichte ein bisschen weiterliest, dann sieht man, weil sie sich gekümmert haben, weil sie Verantwortung übernommen haben. Sie haben relativ bald festgestellt, dass zum Beispiel die Witwen nicht versorgt wurden. Und dann haben sie für die Witwen Geld eingerichtet, Töpfe eingerichtet und waren für sie da. Und dann kamen die Griechen aus der Gemeinde und sagten, ihr setzt euch nur für die jüdischen Witwen ein, was ist denn mit uns? Also Griechen, Ausländer in Jerusalem und für die haben sie sich eingesetzt. Und dann entstand tatsächlich ein besonderer Ruf, den sie hatten. In einer fremden Welt, in einer feindlichen Umwelt, in einer heidnischen Umwelt werden sie anerkannt von den Leuten, weil sie Gutes tun und sich klar zu Jesus bekennen. Ich lebe in Gera, in Thüringen. Da war ich 15 Jahre lang Pastor in einer Gemeinde. Und in Gera ist unsere Situation so, dass bei uns 92% der Leute nicht mehr in einer Kirche sind. 92%. Ich höre immer das Gejammer, dass wir dieses Jahr in Deutschland weniger als 50% sein werden. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? In Gera sind es jetzt schon 92%. Und dann war ich Pastor in einer Freikirche, in einer Baptistengemeinde. Und dann ist völlig klar, für die Leute bist du Sekte. Und irgendwann ist das aber gekippt. Die Gemeinde ist gewachsen. Und wodurch ist das gekippt?
Das ist gekippt, weil ich einen Mann, der Atheist war, beerdigt habe. Das ist gekippt, weil wir den Freundeskreis für Flüchtlinge mitgegründet haben. Das ist gekippt, weil wir irgendwann gesagt haben, es gibt hier Kinder, die will keine Kita, also gründen wir eine integrative Kita auch für die Flüchtlingskinder. Das ist gekippt, weil wir eine Schule mitgegründet haben, weil wir den Jugendclub übernommen haben. Das ist gekippt. Unsere Gemeinde ist gewachsen, weil wir für die Gesellschaft Verantwortung übernommen haben. Also auch Leute, die mit Gott gar nichts am Hut hatten, haben gesehen, jawohl. Also Christen bewegen etwas in dieser Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich kriege unglaublich oft Anrufe, E-Mails, Nachrichten oder in Gesprächen höre ich, dass Leute sagen, ja, unsere Gesellschaft wird ja immer schlimmer. Es wird immer weniger christlich, die Werte lassen nach, die Ampel jetzt, was sie da vorhat mit ihren Familienmodellen und mit dem ganzen Thema Abtreibung und dem ganzen Thema Gender, und das wird doch alles immer schlimmer. Kennt ihr sowas? Und ehrlich zu sagen, ist es auch nicht ganz falsch. Und doch gibt es innerhalb dieser Welt viele Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Innerhalb des Ganzen gibt es Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Und das, glaube ich, erkennen viele Christen noch nicht genug. Da, wo wir brennen für Jesus, können wir etwas gestalten. Das gilt übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Orten. Ich war vor kurzem in Pakistan, gerade vor 2 Wochen, kam dann wieder, aber beim Christival, und also im Moment war gerade eine vollgepackte Zeit. Und da in Pakistan, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, vielleicht habt ihr schon mal von Asia Bibi gehört, in Pakistan ist es ganz schwierig für Christen. Christen dürfen nicht missionieren. Christen werden als Christen geboren, ethnisch, und dann steht in ihrem Pass, dass sie Christen sind, und dann kriegen sie keine guten Jobs. Manche Schulen nehmen sie nicht auf. Viele Christen sind in Schuldknechtschaft, also da sind Leute, die sind zum Beispiel, die Mutter macht Ziegel, die trocknet Ziegel, die formt Ziegel, und die Kinder müssen die dann umdrehen. Und die haben so wenig Geld, dass wenn einer krank wird, dass sie Schulden aufnehmen müssen, und dann bleiben sie für die nächste Generation in dieser Schuldknechtschaft. Viele kaufen sich raus, indem sie ihre Töchter an wohlhabende Muslime verkaufen und darüber die Schulden bezahlen, damit sie rauskommen. Es gibt 1,6% Christen in Pakistan, 240 Millionen Einwohner, also sind doch ein paar Millionen Christen dort. Immerhin so viele, wie fast in der Schweiz Einwohner sind. Die sind aber ethnische Christen. Die werden unterdrückt, die trauen sich nicht so. Und dann habe ich da eine Frau getroffen, die kam aus so einer Familie, ihre Eltern sind gestorben, und dann hat eine Missionarin, also eine Entwicklungshelferin, in Pakistan darfst du nicht offiziell Missionarin sein, sie aufgenommen, als sie 9 war. Und sie ist in diesem Haus zum Glauben gekommen. Hat sich bekehrt mit 11, 12, und hat dann gesagt, jetzt, wo ich Jesus kennengelernt habe, kann ich gerade stehen. Jetzt habe ich meinen Wert entdeckt, als Frau, als Mensch, als Person. Und hat dann eine Ausbildung gemacht, und heute ist sie Schulleiterin und leitet eine Schule von 400 Kindern, die nur Christen beschult, die in die öffentliche Schule nicht dürfen. Oder Sikhs oder Hindus, die dürfen auch hin, Muslime dürfen nicht hin, aber 400 Kinder. Und von diesen Kindern sind 56% kommen aus einer Familie, die Analphabeten sind. Und ein großer Teil von denen hat keinen Schulabschluss. Aber diese nächste Generation, die macht jetzt einen Abschluss, und sie werden sagen, wir wollen Gesellschaft verändern, weil wenn wir als Christen in dieser Gesellschaft, weil wir Jesus nachfolgen, gebildet sind und mutig sind, dann können wir etwas verändern. In Pakistan ist lebensgefährlich. Unter dieser Schule war ich in einem Gottesdienst. Die haben die Schulraum unterkellert. Also das war ja so die Hälfte von der Bühne vielleicht. Und da waren 500 Leute. Und haben Gottesdienst gefeiert. Also enger konnte man gar nicht sein. Und haben gejubelt und waren begeistert. Und das haben sie deswegen unter der Schule gemacht im Keller, damit das nicht so auffiel für die Nachbarn. Leute waren dann zum Schulfest offiziell, und tatsächlich haben sie Gottesdienst gefeiert. Absolut begeisternd. Wie ist das passiert? Wie ist das geschehen? Da war eine Frau, der Menschen ein glaubwürdiges Zeugnis gegeben haben, indem sie adoptiert haben. Und dann hat sie Jesus kennengelernt, hat selber eine Ausbildung gemacht, und jetzt leitet sie eine Schule mit 400 Kindern. Vor der Tür Wachpersonal. 3 Polizisten, die in den letzten Jahren aufgepasst haben auf die Schule, sind erschossen worden von Taliban in der Nachbarschaft. Also unter solchen Bedingungen. Und trotzdem sagt sie, das will ich tun, das will ich für Jesus tun. Ich möchte noch mal kurz schwenken. Und jetzt guckt euch unsere Gesellschaft an. Gucken wir mal nach Deutschland. Wie ist das hier bei uns?
Also wir können, ich habe Christen erlebt in den letzten Monaten, die wirklich gesagt haben, ja, das ist ja Christenverfolgung und durch Corona, man durfte nur mit Mundschutz in die Gemeinde und so. Leute, das ist nicht Christenverfolgung hier. Wir haben ein Grundgesetz, in dem steht, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wir haben Artikel 4 im Grundgesetz, da heißt es, die Religionsausübung ist frei. Wir leben in einem Land, in dem wir so viele Dinge tun können. Wenn ihr hier Geld überweist für die Liebenzeller Mission, dann könnt ihr das sogar von der Steuer absetzen. Der Staat unterstützt es sogar, dass ihr das tut. Und so könnte man vieles, vieles, vieles nennen, wo man sagen kann, wir haben hier Freiheit bis zum geht nicht mehr. Aber nutzen wir das? Ich kenne Christen, die sagen, ja, wenn die Welt immer unchristlicher wird, ja, das ist schwierig. Dann sage ich, aber wo sind denn die Christen, die sagen, wir gestalten sie mit? Wenn ich es den anderen überlasse, ist doch klar, dass es dann auch so aussieht, wie die anderen es machen. Deswegen, ihr Lieben, ich bin jemand, der sagt, wenn Menschen begeistert von Jesus sind und dann sagen, ich gehe auf andere Menschen zu, dann verändert sich was. Dann geschieht etwas. Das können wir in Deutschland sehen, das können wir in der Geschichte sehen, das können wir um die ganze Welt immer wieder beobachten. Wo Menschen Jesus erleben, da verändert sich was. In der Apostelgeschichte waren es die Jünger, die haben die Gesellschaft mitgestaltet. Und zwar übrigens interessanterweise Gesellschaft mitgestaltet und auch die Theologie und die Gemeinde neu gestaltet, weil sie nämlich dann plötzlich Griechen kennengelernt haben und deswegen ganz anders auch fragen mussten, wenn wir die Bildschirme erreichen, vielleicht sind unsere Gottesdienste, passen die noch? Geht das noch? Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber als wir ganz viele Flüchtlinge plötzlich in der Gemeinde hatten, haben die uns viele Fragen gestellt. Warum ist es bei euch so langweilig zum Beispiel? Und viele von diesen Fragen sind sehr hilfreich, weil sie was nach vorne bringen. Also begeistert von den Möglichkeiten, mit Jesus die Gesellschaft gestalten. Wenn Menschen von Jesus begeistert sind, dann verändert sich etwas. Weil sie von ihm weitersagen und von ihm weitersagen heißt, weil sie Menschen erreichen. Und dann, wenn wir diese Menschen erreichen, verändert sich was. Ein Land, in dem wirklich Christenverfolgung herrscht, massiv in den letzten 2 Jahren, ist Indien. Indien ist richtig heftig. Da gab es Mobs, die sind auf Christen losgegangen. Was war der Hintergrund dafür? Warum haben die das gemacht? Die haben es gemacht, weil die Christen bei den Dalit waren, den Kastenlosen. Und diese Kastenlosen, die haben keinen Zugang zu Impfen, die haben teilweise keinen Zugang zu Wasser. Die konnten sich nicht waschen, die konnten Hygienesachen nicht einhalten. Und deswegen waren die Dalit diejenigen, bei denen am meisten Corona-Fälle waren. Und jetzt wurde den Christen gesagt, und ihr geht zu denen, also seid ihr die Verbreiter von Corona. Die wurden nicht um Jesu Willen in dem Sinne verfolgt, sondern sie wurden dafür verfolgt, dass sie sich solidarisch gemacht haben mit den Geringsten in der Gesellschaft. Mit denen, die keinen Wert hatten, sagten, das sind aber unsere Brüder und Schwestern, zu denen schickt Jesus uns und sind dahin gegangen. Und haben auch nicht aufgehört. Für mich absolut faszinierend, dass sie es gemacht haben. Traurig, was da geschieht, aber absolut faszinierend. Also, mein erster Text, Apostelgeschichte 2. Durch die Erfahrung des Heiligen Geistes, durch das Begeistertsein von Jesus, durch die eigene Erweckung, werden Menschen missionarisch und Mission führt zur Begegnung mit anderen Menschen und aus dieser Begegnung wiederum entsteht soziales, politisches Handeln. Wer für Jesus begeistert unterwegs ist, bei dem entsteht soziales, politisches Handeln. Dazu ein paar Beispiele aus der Geschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts, 1840, 46, ist zum Beispiel durch Johann Hinrich Wichern in Hamburg das Raue Haus entstanden, die innere Mission entstanden, 1848 auf dem Kirchentag, damals in Wittenberg wurde die innere Mission entstanden, weil dieser Johann Hinrich Wichern gemerkt hat, in der Arbeiterbewegung gibt es viel zu viele Menschen, die können nicht lesen und schreiben. Und hat dann gemeinsam mit Onken, dem Baptistengründer, und Hermann Heinrich Grafe, dem Gründer der FEGs, und Wichern für die Landeskirchen, die haben Sonntagsschulen gegründet. Und zwar Sonntagsschulen damals waren nicht Schulen, in denen die Kinder in erster Linie biblische Geschichten gelernt haben, sondern die haben wirklich richtig Schule gelernt. ABC, 1, 2, 3. 1x1, weil sie keine Schule hatten, weil sie 16 Stunden in Fabriken gearbeitet haben. Und dadurch, dass die dann sonntags lesen und schreiben gelernt hatten, konnten sie später in die richtigen Schulen gehen. Warum haben sie das gemacht? Aus der inneren Mission heraus. Sie haben gemerkt, wenn wir zu den Menschen gehen, dann verändert das was.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ihr kennt ja wahrscheinlich hier aus der Gegend, ist ja nicht so weit weg, Blumhardt. Ja, Blumhardt war ein ganz erwecklicher Christ, der irgendwann gemerkt hat, dass seine Hausangestellte von Dämonen besessen war. Die Gottlieben, die er da hatte. Und hat dann einen Befreiungsdienst gestartet. Und sie ist von diesen Dämonen frei geworden. Er hat Zeichen und Wunder erlebt als Pietist. Wirklich als Pietist. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen gehört, was da so alles möglich ist, auch im pietistischen Stall. Und hat dann erfahren, hat gesagt, also hier bricht das Reich Gottes an. Und sein Sohn, und das ist ganz spannend, Blumhardt Junior, das wissen viele nicht, hat die SPD mitgegründet. Und zwar hat er gesagt, also wenn das wahr ist, wenn das Reich Gottes anbricht in Zeichen und in Wundern, wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen befreit werden, na dann müssen die anderen Dinge, die eine Rolle spielen, nämlich Gerechtigkeit, Chancengleichheit, ordentliche Löhne, ja, das, was Jesus in den Gleichnissen so beschrieben hat, ja, in den Arbeitern vom Weinberg, dass jeder von seiner Hände Arbeit auch lernen kann, leben kann und so, dann muss es doch auch passieren. Sagt er, also das, was hier geistlich charismatisch passiert, ist doch, das muss doch auch eine gesellschaftlich-politische Dimension haben. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich finde das unfassbar logisch. Ich finde das irgendwie ganz klar. Nur es passiert so selten. Aber der Blumhardt hat gesagt, und deswegen gründe ich die SPD mit. Ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst alle in die SPD eintreten, ihr dürft auch gerne woanders hingehen. Ich mache hier keinen parteipolitischen Vortrag. Aber mich hat das fasziniert zu sagen, da ist jemand, der sagt, weil mein Glaube geistlich erweckt ist, hat er auch eine ganz tiefe politische Dimension. Und dann entstehen Gelegenheiten, was also da alles verändert wurde, ja. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was diese Arbeiterbewegung durchmachen musste, damit es irgendwann Gerechtigkeit gab. Dass Kinder in die Schule gehen können, dass Frauen Chancen haben, was da alles entwickelt wurde, weil Menschen vom Glauben begeistert waren. Fasziniert mich ziemlich. Viele der Missionare, die in die Welt geschickt wurden, im politischen Bereich in Berlin, da sind Missionare, werden manchmal so ein bisschen kritisch gesehen, ja, die wollen ja nur das Evangelium verkünden, aber viele der Missionare haben überhaupt zum ersten Mal die Sprache von Völkern verschriftlicht. Natürlich mit dem Ziel, dass man auch die Bibel lesen kann. Aber es wurde überhaupt zum allerersten Mal, sind Leute hingegangen und gesagt, es ist wichtig, dass man schriftlich sich äußern kann, lesen und schreiben lernt, dass man die Sprache mal aufschreibt. Als ich jetzt in Pakistan war, man kann sich das gar nicht vorstellen, in einem über 200 Millionen Volk, da wurde gerade wenige Monate vorher die erste komplette Bibel auf Urdu eingeweiht. Also da haben Christen 15 Jahre lang an einer Übersetzung gearbeitet und es ist die erste Bibel in der Sprache dort, in der Nationalsprache von Pakistan, im Jahr 2022. Und es gibt keine vergleichbare Schrift, die so in der Sprache da ist. Also da, als sie die vorgestellt haben, haben sie Imame eingeladen, haben die für ihre Bibliothek gegeben, weil es tatsächlich das größte Buch ist, das überhaupt in dieser Sprache existiert. Ist schon sehr bewegend. Als Christen, weil sie sagen, das muss einen Einfluss haben. Okay, soweit zu meinem ersten Text. Ich möchte noch einen zweiten Text lesen, und zwar den kennen sicherlich viele von euch, aus Jeremia 29. Jeremia 29. Da heißt es in Vers 7, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Jeremia schreibt an die Weggeführten nach Babylon. Das waren Feinde, die haben das Land angegriffen, also nicht weniger grausam als jetzt der Angriffskrieg von Putin gegenüber der Ukraine. Und was haben sie gemacht? Ihr kriegt das ja teilweise mit, ja, wir versuchen Flüchtlinge aufzunehmen aus der Ukraine und Putin versucht ja auch bestimmte Leute nach Russland zu schicken. Übrigens richtig viele, die Putin da wegholt nach Russland, werden hinterher für Organhandel, sonstigen Menschenhandel, Zwangsprostitution und Sonstiges verwendet. Also was Putin da macht, ist unfassbar grausam. Unfassbar. Und so ähnlich
was also damals in Babylon, da wurde die gesamte Oberschicht, also jeder, der irgendwas konnte, der eine gute Ausbildung hatte, der einen guten Beruf hatte, der irgendwie wohlhabend war, der Eigentum besaß, der auch religiös irgendeine Bedeutung hat, die wurden alle komplett weggeführt nach Babylon. Und Jerusalem war kaputt. Und dadurch, dass die ganzen Fachkräfte weg waren, dadurch, dass die Elite weg war, hatte Jerusalem keine Chance, wieder aufgebaut zu werden. Und jetzt schreibt Jeremia an diese Exulanten, an die, die da weggenommen wurden, und sagt ihnen, es ist wichtig, dass ihr in eurem neuen Land anfangt, Verantwortung zu übernehmen. Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Um wie viel mehr muss das in einer Demokratie gelten? Um wie viel mehr kann das in einem Land wie unserem gelten, wenn es selbst dort gegolten hat? Und Jeremia wird dabei auch sehr konkret. Und er sagt nämlich Folgendes, wie sie das machen sollen. Er sagt, baut Häuser, Vers 5, 6 und 7, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männer zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnehmt. Baut Häuser, gründet Familien. Baut Häuser, gründet Familien. Schwanken wir mal von Babylon nach Deutschland. Was brauchen wir hier in unserer Zeit? Wir brauchen Christinnen und Christen, die Familie so leben, dass das wieder attraktiv ist. Wir brauchen niemanden, der sich hinstellt und sagt, ja, die Ampel, die löst den Familienbegriff auf. Ja, die Ampel, die will den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch Schwangerschaftsverbot abbrechen. Das ist bekannt und da heben wir auch unsere Stimme gemeinsam mit dem Bundesverband Lebensrecht und anderen. Aber was braucht es vor allen Dingen in dieser Zeit? Es braucht glaubwürdige Menschen, die Familie vorleben. Dass es überhaupt noch attraktiv ist, Mutter zu sein, Vater zu sein. In meiner Gemeinde kam irgendwann eine junge Frau, die ist von ihrem Vater grün und blau geprügelt worden als kleines Kind. Und die hat gesagt, niemals werde ich einen Mann heiraten, niemals. Hatte so kahl rasiert und nichts, kommt nie in Frage. Und dann hat sie unseren CVM-Sekretär gesehen mit seiner Frau, die haben 4 Kinder. Dann hat sie unsere Familie gesehen mit meiner Frau, wir haben 5 Kinder. Und ist da regelmäßig zu Besuch gewesen und es hat sie überzeugt. Heute ist sie verheiratet, ich durfte die Hochzeit machen und hat 3 wunderhübsche, wirklich bildschöne, tolle, kleine Kids. 2 Mädel und ein Jungen. Wenn wir unsere Gesellschaft wirklich überzeugend verändern wollen, dann braucht unsere Gesellschaft Beispiele. Und das Erste, wofür wir Beispiele brauchen, ist Familie. Wie geht das eigentlich noch? Wir dürfen es nicht den anderen überlassen, wir müssen mitmachen. Und das gilt jetzt auch nicht nur darüber, dass wir gute Ehen leben, das ist essentiell, dass wir gute Familien haben, ist auch essentiell, dass Männer bitteschön ihren Frauen treu sind und nicht irgendwie zu einer Prostituierten gehen, das ist auch essentiell. Aber wir müssen auch gucken, wo können wir die Kinder auch prägen. Deswegen ist es so wichtig, dass auch Christen jetzt in dieser Zeit Kitas gründen, dass Christen Schulen mitgründen. Und da gibt es ganze Bewegungen. Die Vereinigung evangelischer Bekenntnisschulen, die wächst so sehr, dass die gar nicht genug Lehrer finden. Und das ist gut so, weil das ist das, was Gott auf dem Herzen hat. Schon damals in Babylon bis heute, es geht um Familie. Die konservativen Parteien haben in den vergangenen Jahrzehnten diesen Teil der Politik den Grünen und den Linken überlassen. Die haben sich um Wirtschaft und solche Sachen gekümmert und haben gar nicht gemerkt, wie sozusagen in der Bildungspolitik christliche Werte immer mehr weggeschwemmt sind. Aber wo sind Christen, die das jetzt machen? Für Familie stehen, für Werte stehen. Und ich glaube, dass wir da offene Türen gewinnen können und immer mehr gewinnen können, weil da eine Sehnsucht da ist. Wir erleben ja einerseits diese Gesellschaft, in der Männer und Frauen nicht mehr wissen von ihrer Identität her, bin ich wirklich Mann, bin ich wirklich Frau? 95% der Transpersonen sind weiblich. Jemand hat mal gesagt, Trans ist die neue Bulimie. Ja, es sind hauptsächlich Frauen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen und die gar nicht Männer werden wollen, sondern einfach keine Frauen mehr sein wollen. Aber wo finden die denn Beispiele dafür? Dass es schön ist, eine Frau zu sein, dass es toll ist, eine Frau zu sein, dass Gott Frauen so gemacht hat, weil sie einfach fantastisch sind. Ich habe mich nicht umsonst in eine verliebt.
Aber wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die sich in dieser Zeit einmischen. Das tun wir als Evangelische Allianz mit Stellungnahmen, das tun wir mit Gesprächen, mit Politikern. Aber wir brauchen möglichst viele Christen, die glaubwürdig leben. Und leider war das nicht immer so. Das Zweite, was Jeremia hier anspricht und wovon er redet, ist, schafft Eigentum, baut Häuser. Finde ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wer von euch ein Haus hat. Ich meine, wir sind ja hier in Schwaben, wahrscheinlich die Mehrheit und so. Bei uns wohnt man eher noch im Plattenbau, bei uns in Gera. Aber wir haben irgendwann ein Haus gekauft. Und als wir das Haus gekauft haben, vor 20 Jahren, vor 21 Jahren, da merkt man plötzlich, wie man sich Gedanken macht über Straßenreinigungsgebühren und über irgendwelche Grunderwerbsteuer und so. Also spätestens, wenn du ein Haus hast, kannst du nicht mehr unpolitisch sein, weil dich jede politische Entscheidung irgendwie betrifft. Ja, plötzlich trägt man Verantwortung für etwas. Zumindest auch bei Firmen so. Jeder Mittelständler, wenn hier Mittelständler sind, jeder Landwirt, jeder Tischler, jeder, der eine eigene Firma hat, kann eigentlich gar nicht unpolitisch sein, weil er merkt, dass jeder Steuerbescheid, jede Steuererhöhung, jede Veränderung, jede Frage nach der Ausbildung, wenn der Meister wegfällt und du findest keine qualifizierten Leute mehr, das betrifft dich ja alles unmittelbar. Und ich finde es sehr spannend, dass Jeremia hier diese zwei Sachen sagt, nämlich Familie und Eigentum, also übernehmt Verantwortung. Wenn man mal die Bibel auf das Thema Eigentum anguckt, ist es faszinierend. Wir lesen in der Apostelgeschichte ja, dass sie ganz viel verkauft haben und mit anderen geteilt haben. Und gleichzeitig immer wieder auch, dass man zum Beispiel das Erlass ja, dass man sein Eigentum, wenn man sich verschuldet hatte, nach 7 mal 7 Jahren zurückbekommen hat. Also im 50. Jahr wurde das Eigentum zurückgegeben in der dritten Generation, damit man nämlich nicht auch die Enkel in Schuldknechtschaft kommen. Also Eigentum spielt eine ganz große Rolle. Eigentum hat etwas mit Verantwortung zu tun. Deswegen freue ich mich, dass es zum Beispiel in Berlin nächstes Jahr den Kongress für christliche Führungskräfte gibt. Dass da auch Politiker sprechen. Dass da Menschen sind aus der Wirtschaft, die mit der Politik unterwegs sind. Ich freue mich, dass es Leute gibt wie Friedhelm Loh, den kennt ihr vielleicht, der mit der Kanzlerin nach China geflogen ist und im Flugzeug dann gleich noch nicht nur über Wirtschaftsfragen, sondern mit ihr auch noch über Jesus geredet hat. Ja? Und zwar, weil sie dem abgenommen hat. Auf seinem Niveau, womit er unterwegs war. Business Class kann ich mir nicht leisten, deswegen fliege ich so selten mit der Kanzlerin. Aber da gibt es ja andere und das ist gut so. Und das hat viel auch damit zu tun, wie wir Verantwortung übernehmen. Wieder etwas, wo ich glaube, wo wir als Christen mustergültig vorangehen können. Und zwar zum einen, dass wir Eigentum schaffen, dass wir verantwortlich sind und zum anderen, verbunden mit dem Eigentum, dass wir großzügig sind. Mein Steuerberater hat mir mal gesagt, und wer das Einkommen eines Baptistenpastors kennt, das ist ungefähr so wie ein Grundschullehrer. Wir hatten 5 Kinder, ich war alleinverdienend, meine Frau manchmal alleinerziehend. Auf jeden Fall Grundschullehrergehalt für 5 Kinder, eine Frau, das war nicht so viel. Und dann sagt mir mein Steuerberater, wir sind das Ehepaar von all seinen Klienten, die am meisten spenden. Und zwar nicht, weil wir so viel gespendet haben, sondern wir haben unseren Zehnten gegeben. Mehr nicht. Aber alle anderen haben in absoluten Summen noch weniger gegeben. Und die hatten Firmen und sonst was. Und da denke ich, also der ganze Umgang mit Geld, die ganze Umfrage nach Großzügigkeit, da sind wir doch gefragt. Ich habe mich total gefreut, als Christen sich zu Wort gemeldet haben, als um die Frage geht, wie viel Geld geben wir für Entwicklungshilfe aus? Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Wir beschließen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und gleichzeitig sollten 1,6 Milliarden weniger Entwicklungshilfe im Haushalt stehen. Und da waren dann Christen, die haben sich aufgeregt. Da war der Chef von World Vision, Christoph Waffenschmidt, und hat gesagt, so geht's nicht. Und da war dann die Micha-Initiative, hat gesagt, so geht's nicht. Und andere Christen, und die wurden gehört. Auch natürlich die Diakonie, die Caritas, haben sich zu Wort gemeldet. Und das ist gut so, weil wir hier bei Jeremia lernen, es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem um, was uns anvertraut ist? Wir persönlich, wir als Gemeinde, auch wir als Staat. Und dass wir als Staat so reich sind, trotz des Zweiten Weltkriegs, trotz der Schuld an Gottes Volk, dass wir die Wiedervereinigung von Gott geschenkt gekriegt haben aus dem Gebet, das nimmt uns doch in die Verantwortung, oder? Das ruft uns doch ganz anders nochmal heraus, in diese Welt etwas hineinzugeben. So spricht der Herr, der Gott Israels, baut Häuser, nehmt Frauen und Söhne und Töchter
und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Das ist übrigens auch so ein ganz wichtiger Satz. Bei Luther ist es übersetzt, wenn es ihr wohl geht, wird es auch euch wohl ergehen. Ich wünsche mir, dass wir als Christen verstehen, dass wenn es dem Land gut geht, dann haben wir alle was davon. Ich habe manchmal gehört, dass Leute sagen, ja, in der Verfolgung in China, in Pakistan, in Afghanistan, im Jemen, in Saudi-Arabien und weiß ich wo, da ist es für die Gemeinde einfacher zu wachsen. Die Leute trauen sich mehr. Nee, Gottes Idee ist eine andere. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten, Missionare in die ganze Welt zu senden und so, wenn Frieden herrscht. Also wir sollen dafür mitwirken und dafür beten, dass es uns gut geht und dem Land gut geht. Weil wir haben alle was davon. Und damit bin ich bei meinem dritten Text, der nochmal ganz konkret auch vom Gebet spricht. Ganz konkret vom Gebet. Oben an der Villa oder was das ist, wie heißt das Haus? Da steht ja dran, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Ich weiß nicht, wie heißt das Haus da oben? Missionshaus. Da steht drauf, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Übrigens sozein im Griechischen, das heißt tatsächlich, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist also kein sozialer Auftrag in erster Linie, sondern ein geistlicher. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber der Kontext, den wissen wir oft nicht und den möchte ich euch gerne mal vorlesen. Der Kontext für diesen Vers steht in 1. Timotheus 2. Ich lese ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also der Zusammenhang ist, wenn wir für die Obrigkeit beten und wenn wir erleben, dass es dem Land gut geht, dass wir Wohlstand haben und dass wir Frieden haben, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, dass Gott Menschen retten kann. Also diejenigen, die sagen, unsere Demokratie, die ist nichts wert und diesen Staat wollen wir irgendwie angreifen, die haben nicht verstanden, dass ein Leben in Frieden, in Würde und in Freiheit ein Leben ist, das die Evangelisation und das Geistliche überhaupt erst möglich macht. Das bedingt einander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran auch mitwirken und dass wir da mit dabei sind. Betet für die Obrigkeit, heißt es hier. Das ist übrigens etwas, was ich mir sehr wünsche von uns Christen, dass wir regelmäßig beten. Und zwar heilsam beten. Ein Freund von mir, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich wahr, was ich erzähle, ein Freund von mir war Bundestagsabgeordneter, 12 Jahre lang. Der ist letztes Mal nicht wiedergewählt worden. Und den hat jemand angerufen und hat ihn beschimpft, was sie da bei Corona gemacht haben. Und ja, und die Christen werden jetzt in Deutschland verfolgt und es wird ja immer schlimmer und so. Und irgendwann hat mein Freund dann gesagt, sagen Sie, können Sie nicht, kann ich Sie nicht überreden, vielleicht, dass Sie wenigstens dafür beten für uns. Und dann sagte dieser Mann, dieser Anrufer, ich bete jeden Tag für Sie. Er sagte, oh, das ist aber schön, Sie beten wirklich jeden Tag für mich? Ja, ich bete jeden Tag das Vaterunser und da heißt es, erlöse uns von dem Übel. Das ist keine ausgedachte Geschichte, das hat er wirklich erlebt am Telefon. Und diese Haltung hat nichts mit einer Haltung Christi zu tun. Gar nichts. Nichts. Unsere Haltung muss sein, danke Gott für die Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und ob mir Donald Trump oder Joe Biden besser gefällt, ob mir Angela Merkel oder Olaf Scholz besser gefällt, es sind Menschen, die Gott eingesetzt hat und sie brauchen, dass wir für sie beten. Sie brauchen es, dass wir für sie beten. Das brauchen sie zum einen geistlich und das brauchen sie auch für das Zeugnis. Denn das, was ich gerade gesagt habe, geht nach hinten los. Aber es gibt auch andere Erfahrungen. Die Bundesregierung hat einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit. Das ist einer der Erfolge der Evangelischen Allianz. Also die Evangelische Allianz hat seit 2014 einen Beauftragten beim Bundestag. Und seit 1999 schicken wir jedes Jahr den Abgeordneten ein Jahrbuch Christenverfolgung und ein Jahrbuch Religionsfreiheit. Seit vergangenem Jahr bin ich Mitherausgeber von diesen beiden Büchern. Und wir haben wieder und wieder auf einen schönen Blick beim Kongress und in diesen Büchern und in Briefen gefordert, wir brauchen einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit. 2017 hat Volker Kauder sich mit Andrea Nahles zusammengesetzt, er evangelischer Christ, bekennender Christ, sie katholische Christin,
auch ein Buch geschrieben über ihren Glauben, Frau Gläubig Links, ganz spannendes Buch. Die beiden setzen sich also zusammen in ökumenischer Einheit und sagen, jetzt müssen wir endlich mal das umsetzen, was die Evangelische Allianz seit Jahren fordert. Sagt Kauder auch so, sagt, wenn ihr nicht so laut gewesen wärt, hätte es das nicht gegeben. Und haben dann einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit eingesetzt. Markus Grübel war das 4 Jahre lang. Warum ist der so wichtig? Weil der beim Bundestag einen Bericht gelegt hat über die Situation weltweit. Unter anderem war ein Thema der Umgang mit Konvertiten, also dass in islamischen Ländern ein Moslem, der zum Glauben kommt, lebensgefährlich bedroht werden kann durch die Konversion. Also ein ganzes Kapitel in seinem Bericht. Und der Bundestag hat das debattiert. Und endlich waren es nicht nur die Christen, die es gesagt haben, sondern der ganze Bundestag hat es wahrgenommen. Jetzt ist die CDU abgewählt. Markus Grübel war von der CDU. Und es gibt einen neuen Beauftragten, Frank Schwabe. Ganz, ganz toller Menschenrechtspolitiker. Seit Jahren setzt er sich für die Rechte von Menschen ein. Entschuldigt. Hat aber tatsächlich von Religion so gut wie keine Ahnung. So, dass der gerade religionspolitischer Beauftragte wurde, war so ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und wir haben uns getroffen. Ich konnte ihm so ein paar Sachen erklären, was wir machen, wie das geht und konnten tatsächlich auch besprechen, wie er seinen nächsten Bericht aufbereitet und wie wir als Christen darin eine Rolle spielen können. Und dann irgendwann sagt er so, aber wissen Sie, Herr Mowski, eine Sache muss ich Ihnen ja noch sagen. Ja? Also in dieser Zeit jetzt, das war ganz kurz, nachdem die Russen die Ukraine angegriffen haben. Also in dieser Zeit, die Friedensgebete, die Sie auf die Beine gestellt haben als Kirchen, ich kenne keine andere gesellschaftliche Kraft, die sowas geschafft hat. Und wenn wir mal drüber nachdenken, das ist wahr. Überleg mal, was war das Versöhnendste in den vergangenen Monaten? Das waren die Friedensgebete. Keine Gewerkschaft oder irgendwer hat eine ähnliche Sache. Alle reden nur über Sanktionen, aber wo ist etwas, was die Verfeindeten wieder zusammenbringt? Es gibt nichts Vergleichbares. Und das sagt mir dieser Mann, der mit Religion nicht viel am Hut hat und sagt, also es hat mich total fasziniert, dass sie als Kirchen da eine Sprache gefunden haben. Und dann sagt er, und dann war ich noch in einem solchen Gebet und dann wird noch gebetet, Herr, erbarme dich. Das heißt, die Gebete waren auch noch so, dass sie nicht mal eine Antwort hatten, sondern dass sie auch noch verzweifelt gebetet haben. Aber sie haben eine Sprache für ihre Verzweiflung. Wir haben nicht mal eine Sprache. Hat mich sehr, sehr bewegt, wie das Friedensgebet eine politische Dimension haben kann. Neben dem, dass es den Armen Gottes bewegt, hat es eine Dimension, die zeugnismäßig in die Welt hineinreicht. Da eine kleine Anekdote. Ich war am 24 Stunden, nachdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist, war ich bei einem Zoom-Gebet mit dabei. Da hat ein Abgeordneter es geschafft, innerhalb von 24 Stunden 144 Leute aus 22 Ländern zu einem Gebet zusammenzubringen. Und einer der Beter war ein Baptist aus der Ukraine, ein ehemaliger Minister, der war Kulturminister im Parlament. Und der stand auf dem Maidan und hat dort auf dem Maidan mit seinem Smartphone mit uns live gebetet. Und wisst ihr, wofür der gebetet hat? Für die russischen Mütter, deren Söhne jetzt an die Front gehen. Und dann schaltete das Gebet nach Moskau. Und in Moskau saß Vitali Vlasenko, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Russland, und betete für die Geschwister in der Ukraine. Und unter anderem hat er ein Bußgebet gebetet und hat ein paar Tage danach einen offenen Brief veröffentlicht, indem er sich entschuldigt hat für die russische Aggression bei den Menschen in der Ukraine. Das ist übrigens in der Situation in Russland lebensgefährlich, das zu tun. Was für ein Zeichen für Frieden, ein Zeichen für das, was nach vorne geht. Und solche Optionen haben wir als Christen. Und ich möchte Christen immer wieder ermutigen, auch an die Abgeordneten in den Städten, in denen ihr seid, Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Bundestagsabgeordnete, schreibt denen ab und zu und schreibt, wir beten für sie. Wir beten für euch. Ich habe noch nie Menschen gefunden, ein einziges Mal, ich mache meinen Job jetzt seit 6 Jahren, wir schicken immer Pfingstgrüße, Ostergrüße, Weihnachtsgrüße, Segensgrüße an die Abgeordneten. Einmal kam eine E-Mail zurück, bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler. Ein einziges Mal in all diesen Jahren, wo wir das machen. Also lasst uns an der Stelle Verantwortung übernehmen, weil wenn es der Welt gut geht,
dann haben wir die Chance, von Jesus weiter zu sagen. So, jetzt läuft mir langsam die Zeit davon. Aber das ist so, wes das Herz voll ist, das rühmt sich der Mund. Ich hoffe, dass es euch einigermaßen angesprochen hat. Ich möchte zum Schluss noch eine sehr konkrete Sache ansprechen. Und zwar bin ich auch Mitglied in dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel. Und die Evangelische Allianz hat sich 1846 gegründet. Und schon damals, 1846, konnte man bei der Allianz nicht Mitglied werden, wenn man Sklavenhalter war. Die Allianz hat gesagt, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Gott möchte keine Sklaven. Jeder Mensch ist frei. Und bis heute setzen wir uns weltweit und international gegen Sklaverei ein. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Situation in Deutschland ist im Bereich Zwangsprostitution. Es gibt in Deutschland 400.000 Prostituierte. Manche sagen 200.000, manche sagen 600.000, 400.000 ungefähr. Und von denen sind nach Aussagen vom Bundeskriminalamt bis zu 90% gegen ihren Willen in der Prostitution. Also 360.000 Frauen in Deutschland werden jeden Tag gegen Geld vergewaltigt. Weil sie drogenabhängig sind, weil sie Angst haben um ihre Kinder in Moldawien, weil sie auf einen Loverboy reingefallen sind, weil sie arm sind, aus der Armut nicht mehr raus können und so weiter. 360.000 Frauen. Wie kann man das bekämpfen? 2002 hat die Bundesrepublik ein total liberales Prostitutionsgesetz eingeführt, weil man dachte dahinter dann, wenn die Frauen ein Gewerbe anmelden können, dann sind sie Sozialversicherung, krankenversichert, rentenversichert. Das hat aber nicht funktioniert, das waren nur eine Handvoll Frauen. Stattdessen ist Deutschland in den letzten 20 Jahren das die Hauptdrehscheibe weltweit für Zwangsprostitution geworden. 2019 wurde nun ein neues Gesetz eingeführt, das heißt Prostituiertenschutzgesetz. Und da gibt es so Sachen, dass wenn man Anzeichen sehen würde, dass eine Frau zwangsprostituiert ist, dann muss man sie anzeigen. Aber wie will man das herausfinden? Es gab ein Verbot, dass Frauen nicht in der Arbeitsstätte wohnen dürfen. Die müssen eine separate Wohnung haben. Und bei Corona hat man gemerkt, dass mehrere tausend Frauen plötzlich obdachlos wurden, weil die keine separate Wohnung hatten und die Bordelle geschlossen waren. Also dieses Gesetz hat überhaupt nicht gereicht. Deswegen haben wir jetzt gerade, wir hatten vergangene Woche auf dem Schönblick einen Kongress zum Thema Menschenhandel und haben dort eine Resolution erstellt. Und in dieser Resolution fordern wir, dass die Bundesregierung dieses Prostituiertenschutzgesetz, das muss sie ab Juli überarbeiten, dass sie das bitte so überarbeiten, dass sie Streetworker mit einbeziehen, dass sie Betroffene mit einbeziehen und dass sie bitte schön prüfen, ob in Deutschland das sogenannte nordische Modell eingeführt wird. Das nordische Modell ist ein Modell, bei dem Prostitution verboten ist, aber nicht die Frau bestraft wird, sondern der Sexkäufer. Normalerweise ist es so, wenn du Prostitution verbietest, dann wird eine Frau, die in Armut ist und gezwungen ist, kommt auch noch ins Gefängnis. Das war ja lange so. Und beim nordischen Modell ist nicht die Frau die Schuldige, sondern der Mann, der Sex kauft. Das wurde in Schweden, in Norwegen, in Island, in Frankreich, in Israel und anderen Ländern eingeführt. Und seitdem hat sich das Bewusstsein bei Männern verändert, man darf Frauen nicht kaufen. Zum nordischen Modell gehört auch, dass man Ausstiegshilfen für Frauen organisiert, Traumahilfen für Frauen organisiert. Dazu gehört, dass man neue Berufsausbildungen ihnen ermöglicht. Dazu gehört, dass es eine große Kampagne gibt, die versucht in der Gesellschaft das Thema zu ganz neu aufzubauen. Und wir haben, wie gesagt, diese Resolution rausgegeben und die wollen wir im Juni im Bundestag geben und sammeln bis zum September noch Unterschriften. Und wir haben die hier, und der Martin kommt jetzt gleich wieder rein und er erklärt euch, wie ihr euch daran beteiligen könnt. Also wenn ihr die weitergebt, wenn ihr mit unterschreibt, das wäre mal ein ganz konkretes Thema. Ja, wo man sagen kann, hier an dieser Stelle können wir politisch etwas bewegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, Martin kommt, erklärt weiter, stellt noch ein paar Fragen und ich danke euch bis hierhin schon mal für eure Aufmerksamkeit. Also das ist eine sehr konkrete Möglichkeit, wo wir uns mit einer einfachen Unterschrift, die uns nichts kostet, beteiligen können. Unterschreiben könnt ihr nachher in der Pause und nach Ende der Nachmittagsveranstaltung draußen an unserem Informationsstand. Wenn ihr da oben rausgeht, links, wenn ihr hier rausgeht, rechts, also am LGV-Informationsstand. Und wir haben auch hier vorne nach Ende dieser Veranstaltung oder heute Nachmittag Zettel liegen, dann könnt ihr auch hier vorne und unterschreiben. Wenn ihr das gerade, was ihr da gerade seht, diejenigen, die jetzt ein Smartphone dabei haben, ihr könnt diesen QR-Code direkt jetzt abfotografieren und ihr kommt auf die Internetseite, wo man auch
das unterschreiben kann. Wenn ihr den auch noch fotografiert und dann weiterleitet an andere Leute, dann kann das auch Kreise ziehen. Das wäre schön. Okay, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, Uwe, auch um Fragen zu stellen. Und ich habe mir jetzt ein paar Fragen überlegt, zugehört bei deinem Vortrag. Du hast uns sehr Wertvolles, sehr Interessantes mitgegeben, auch tiefe Gedanken. Ich wiederhole einen Satz, den du gesagt hast. Wenn Menschen begeistert von Jesus sind, gehen sie auf andere zu. Also die Begeisterung im Herzen, das bewegt uns. Und wir, lieben Seller, verstehen das natürlich immer stark im Sinne von Mission. Also hingehen, damit andere Menschen auch was von Jesus hören. Du hast das Motto, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aufgenommen. Das ist unser Herzschlag. Aber du hast gesagt, wenn Menschen begeistert sind von Jesus, dann gehen sie hin und das wirkt sich auch in ihrem sozialen und politischen Verhalten aus. Und da jetzt die Nachfrage, welche sozialen Herausforderungen siehst du für die Gemeinde heute für eine hohe Priorität an? Also nicht nur für den Einzelnen, sondern wir sind ja hier viele auch Vertreter von Gemeinschaften, Gemeinden. Welche sozialen Herausforderungen ist für die Gemeinde heute relevant? Also ich denke, schon Norbert Blüm, unser ehemaliger Arbeitsminister, hat damals gesagt, die Armut des 20. Jahrhunderts ist die Einsamkeit. Und wenn wir erlebt haben, was durch Corona passiert ist, dann muss man sagen, unfassbar viele Leute sind einsam geworden. Also sind Menschen, das war für mich auch das größte politische Versagen, ist, dass Menschen in Pflegeheimen einsam gestorben sind. Aber das ist nicht das Einzige, sondern auch zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel meine zwei Töchter. Die eine ist in die 5. Klasse gekommen auf dem Gymnasium. Die andere ist hat ihr Studium angefangen und die haben beide ein Jahr lang ihre Klassenkameradin und ihre Studienkommilitonen nicht gesehen. Also die haben erst in dem nächsten Schuljahr oder im dritten Semester überhaupt erst die kennengelernt. Und an der Stelle haben sich Menschen zurückgezogen. Die Zahl von psychischen Erkrankungen unter Jugendlichen ist massiv, sprunghaft angestiegen. Insofern würde ich sagen, die Frage ist, was können Gemeinden tun, um Begegnungsräume zu schaffen? Wie geht das? Also wie komme ich an die Menschen ran? Wie hole ich die raus? Und das sind zum Teil digitale Formate, das sind aber auch Fragen, viele Gemeindehäuser haben Garten. Ja? Ich sage, mach den auf, mach die Zäune weg und sagt, hier im Garten, ne, da kann man mal einen Cappuccino trinken oder so, Leute treffen sich. Also alles, was Begegnung schafft in dieser Zeit, finde ich total wichtig. Und Begegnung möglichst zwischen Alten, Jungen und anderen, weil man sich immer mehr in seine Peer Group, wie man das nennt, zurückzieht. Und ich glaube, das kann es nicht sein. Wir müssen, Alte und Junge müssen irgendwie beieinander sitzen. Super. Also, du sprichst mir voll aus dem Herzen. Voll aus dem Herzen. Ich muss mal ganz kurz jetzt herausfinden, wieso du Applaus kriegst und ich nicht. Ja, du hast jetzt das angesprochen, was der Herzschlag von unserem LGV ist. Ja, super. Ganz, ganz viele Gemeinden haben während der Corona-Zeit sehr, sehr kreativ viele Angebote, digitale Angebote gemacht, aber auch im Freien Angebote gemacht und auch jetzt danach. Und das ist unser Anliegen, dass wir Möglichkeiten der Begegnung, Möglichkeiten der Gemeinschaft und dass wir generationenübergreifende Gemeindearbeit gestalten. Das ist unser Anliegen. Absolut. Mit vielen Begegnungsmöglichkeiten. Also deshalb der Applaus. Ich kann es gut verstehen. Danke. Dann habt ihr euch den verdient, wenn ihr das so gut gemacht habt. Also du hast zwei Aspekte genannt. Das eine war sozial. Das haben wir jetzt beantwortet. Und das zweite war politisch. Auch wieder auf die Gemeinde bezogen. Hat die Gemeinde überhaupt einen politischen Auftrag? Oder ist unser Auftrag nicht viel mehr Sozial, Gemeinschaft und Evangeliumsverkündigung? Oder welche Aufgabe hat die politische Aufgabe hat die Gemeinde? Ja, es ist natürlich, also ich bin ja natürlich überzeugt, dass Gemeinde auch einen politischen Auftrag hat. Und ich habe jetzt einige Bibelstellen gesagt, aus denen ich das abgeleitet habe. Nehmen wir mal die goldene Regel. Was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch. So, und wir wollen, dass wir in einem Staat leben, in dem die Menschen nicht korrupt sind, in dem Sicherheit herrscht, in dem es ein gutes, geordnetes Schulsystem gibt, in dem es Freiheitsrechte für Kirchen gibt, in dem ich über eine heile Straße zur Missionskonferenz fahren kann und so weiter. Wir leben gerne in einem Land, in dem Dinge organisiert sind. Und das tun Menschen für uns. Ich war mal ein paar Jahre ehrenamtlicher Stadtrat in Gera. Und in diesem Stadtrat, da saßen dann Leute von der NPD, heute sind ganz viele von der AfD da, da saßen die welche von der Linkspartei und so. Also politisch sehr divers und man hat sich echt gestritten. Aber alle, die da saßen, haben
sich getroffen. Einmal im Monat zu einer Stadtratssitzung, einmal im Monat zu einer vorbereitenden Stadtratssitzung, einmal im Monat zu einer Ausschusssitzung, einmal im Monat zu einer zweiten Ausschusssitzung, einmal im Monat zu einer Unterausschusssitzung, einmal im Monat zu einer Fraktionssitzung, einmal im Monat zu einer vorbereitenden Fraktionssitzung, einmal im Monat und so weiter. Wenn ich alles aufzähle, komme ich auf 17 Termine, die man als ehrenamtlicher Stadtrat hatte. Und das tun Leute für uns. Und wir Christen sollen es auch tun. Wir sollen es auch tun, sagt Jesus ziemlich klar. Und wenn wir uns hinterher nur beschweren, dass es nicht nach unserem Gusto läuft, aber andere tun es für uns. Und Jesus sagt, Leute, macht es mit. Deswegen ist für mich ganz klar, ja, wir sollen es tun. Was wir im Blick haben müssen, ist, das Heil der Welt hängt nicht von Politik ab, aber das Wohl der Welt. Das habe ich von Wolfgang Thierse gelernt. Der war bei mir zu einem Gespräch, der Bundestagspräsident AD, und hat gesagt, lassen Sie uns gucken, Politik ist für das Wohl verantwortlich und der Glaube ist für das Heil verantwortlich. Aber wer das Heil gefunden hat, der muss sich doch auch für das Wohl interessieren, oder? Also, vielen Dank. Ich habe mal in meiner Gemeinde einen Mitarbeiter aus dem Leitungskreis verabschiedet und in den Stadtrat, der wurde da gewählt, entsandt. Wir haben für ihn gebetet und sind als Gemeinde hinter ihm gestanden. Und das wünsche ich mir, dass wir auch in unseren Gemeinschaften, Gemeinden hinter denen stehen, die bereit sind, auch kommunalpolitische oder weit darüber hinausgehende politische Verantwortung zu übernehmen, für sie zu beten, aber sie auch in gewisser Weise zu senden und hinter ihnen zu stehen. Dankeschön. Diesen Teil, den möchte ich gerne noch mal kurz vertiefen, weil es natürlich oft so ist, als Politiker, ich habe diese 17 Termine angesprochen, dann hast du Sonntagstermine und so. Und dann wird eher wahrgenommen, ja, der ist in der Politik, der ist ja gar nicht mehr richtig in der Gemeinde aktiv. Und wenn Gemeinde aber signalisiert, hey, wir stehen hinter dir und wir beten für dich, wir segnen dich und wir fragen auch ab und zu, wofür können wir beten, dann kann was passieren. Wenn Gemeinde aber sagt, ja, du bist ja so halbwegs vom Glauben abgefallen, weil du in der Politik bist, das kann natürlich nicht funktionieren. Also wir müssen Freiräume schaffen und Leuten auch Wohlwollen entgegenbringen. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen kritischer. Du hast vorhin gesagt, ich finde es gut und dass es gut ist, wenn wir christliche Kindergärten initiieren und betreiben, christliche Schulen gründen und betreiben. Meine Frage ist, was passiert, wenn alle Kinder christlicher Familien in christlichen Schulen zusammenkommen? Sie fehlen doch dann als Salz in den anderen Schulen. Was wäre da dein Rat? Das ist richtig und unsere Kinder, obwohl wir in Gera eine christliche Schule gegründet haben, waren gar nicht auf der christlichen Schule, die waren auf der normalen. Das ist einerseits richtig, ja, und in so frommen Nestern so, dass man dann sozusagen die nur die christlichen Schulen gründet, damit die Kinder auf keinen Fall jetzt hier von der Welt irgendwie infiziert werden. Ne? Das finde ich ziemlich egoistisch. Aber andersrum, wenn in einer Zeit, in der die Qualität in den Schulen nicht mehr gut ist, in der Kinder nicht mehr wissen, was die Bibel überhaupt ist oder in der sie christliche Werte nicht mehr können. Wenn wir da sozusagen Leuchttürme gründen und zwar nicht nur, damit unsere Kinder schön fromm da drin sind, sondern damit überhaupt Menschen christliche Werte noch lernen, dann glaube ich, ist es wichtig. Dankeschön. Als Christen ist uns das Gebet sehr wichtig. Und in jeder christlichen Veranstaltung werden wir aufgefordert zum Gebet. Gestern beim Missionsfest, betet für die Missionare, betet für die verfolgten Christen in der Gemeinde, betet für die Jugendarbeit, betet für die Gemeindeleitung, betet für die Gemeindeveranstaltungen, betet für die Gesellschaft, betet für die Politik, betet für den Frieden, betet für die Familie, betet für die Freunde. So, lieber Uwe, wie kriege ich denn das jetzt alles hin? Soll ich einen Tag dafür und einen Tag dafür oder alles gleichzeitig? Das überfordert doch meinen Kopf. Oder wie geht das? Also, jetzt lese ich nochmal vor, 1. Timotheus. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten und so weiter darbringe. Also das heißt sogar noch vor allem anderen, was man tun soll, soll man auch beten. Das steht da wirklich im Urtext. Vor allem anderen sage ich euch, ihr sollt bitten, Gebete fürbitten, Danksagung darbringen für alle Menschen. Jetzt nehmen wir aber mal den Stress wieder raus. Und gucken uns das mal ganz nüchtern an. Nüchtern ist es so, Gebet ist ja eine Lebensäußerung, die uns alle irgendwie, die wir immer zur Verfügung haben. Man kann das natürlich strukturieren, kann sagen, ich mache mir meinen Gebetszettel, heute Olaf Scholz, morgen das. Aber für mich ist Gebet etwas, das durchzieht mich den ganzen Tag. Ja, ich laufe durch den Bundestag und dann segne ich das Kanzleramt. Ich gehe darum, das ist einfach, das ist da, das ist ein Geschenk.
Ja, so, das ist die ganze Zeit da. Und insofern kann man, wenn man die Zeitung liest, kann man mal ein kurzes Gebet irgendwo hinzufügen. Wenn man die Tagesschau sieht, man kann, wie viel Energie bringt ihr dafür auf euch aufzuregen über irgendetwas? Wenn ihr stattdessen beten würdet, hätten wir schon wieder was gekonnt. Also ich glaube, da geht ganz viel. Das Zweite ist, dieser Brief geht ja an Timotheus, aber geht vor allen Dingen auch an die Gemeinde. So ermahne ich nun das Mann, also nicht du, sondern ihr alle. Und jetzt ist die Frage, welche Dienstbereiche gibt es in der Gemeinde? Wer betet für den einen Bereich, wird für den anderen? Also das ist ja das Schöne, ja? Wir sind Gemeinde und als Gemeinde haben wir unterschiedliche Berufungen, Aufgaben und so, und das können wir dann miteinander hinkriegen. Und dann habe ich das Gefühl, dass Gott ja gerade dabei ist, eine unfassbar schöne Gebetsbewegung ins Leben zu rufen. Wir sehen die Gebetshäuser, wir haben vor 2 Jahren gemeinsam vor Pfingsten weit über die eigenen Konfessionsgrenzen hinaus gemacht. Es gibt diese Zoom-Gebete jetzt und so. Also ganz viele haben das auf dem Herzen. Und wenn da das Gebet für die Obrigkeit einen Teil hat, dann ist es gut. Super. Also auch uns im LGV ist es wichtig, in vielen Gebetskreisen, Gebetsgruppen, in Zweiergebeten, auch in Erfülltgebeten, wo wir uns das auch wünschen, eine neue Gebetsbewegung. Wir wollen uns da einklinken und auch Teil der Gebetsbewegung insgesamt sein. Lieber Uwe, ich danke dir sehr für deinen Beitrag, den du gegeben hast, und ich möchte jetzt auch für dich beten am Ende von dem, was wir gerade gesprochen haben. Und du kriegst, bevor ich für dich bete, die Erfüllt-Tasse mit ein paar schönen Sachen drin, dass du dich immer erinnerst an Bad Liebenzell und an unseren schönen Nachmittag hier. Vielen, vielen Dank. Danke, lieber Herr, für Uwe und für alles, was du in sein Leben hineingelegt hast. Du hast ihm so eine große Erfahrung gegeben in der Gemeinde, in der Kommunalpolitik und jetzt auch in der großen Politik. Danke für viele Kontakte und Vertrauen, was ihm die Abgeordneten entgegenbringen und wo er die Fragen ansprechen kann und die Dinge reinbringen kann. Ich möchte dich bitten, dass du ihn stärkst, auch gesundheitlich, und ihm immer wieder neu die Weisheit gibst, die er braucht, den richtigen Draht, das rechte Wort zur rechten Zeit. So segne ihn, und wir bitten dich, lieber Herr, auch für all die Politiker und Politikerinnen, für alle, die Verantwortung tragen, dass sie in der Verantwortung vor dir und dem Volk ihre Verantwortung wahrnehmen und recht handeln. Und wir vertrauen uns deiner Fürsorge und deiner Hilfe an. Amen. Noch ein paar Bekanntmachungen, aber du darfst noch mal sagen, wenn du... Nein, vielen Dank. Also wenn ihr gerne, also das genieße ich wirklich, wenn ihr auch für meinen Dienst betet, wenn Leute sagen, ich interessiere mich für das, was du da machst in Berlin, ich habe hier vorne auch noch ein paar Listen, da kann man unseren Newsletter abonnieren. Wenn den jemand haben möchte, kommt bitte nach vorne, und ich freue mich, wenn ihr da im Gebet auch mit dahinter stellt. Genau, also Resolution, Newsletter, und du erzählst noch was über dieses kleine Büchlein. Der Uwe Heimowski hat ein Buch geschrieben, ein kleines Buch, was man schnell lesen kann, Der politische Jesus und die Botschaft vom Reich Gottes. Da geht es darum, Christsein und Politik, es geht um Gerechtigkeit und Freiheit, es geht um Glaube und Anstand. Also ganz spannende Themen, und in dieser Art, wie er uns jetzt heute Nachmittag erzählt hat, hat er dieses Buch, wer es von ihm haben möchte, hier vorne kann eine Widmung kriegen, und kriegt es für wie viel? 10 Euro. 10 Euro. Also billig, 10 Stück hat er, mehr haben wir nicht hier. Dann nochmal, Unterschriftenaktion, man kann das hier vorne machen oder draußen oder über die App, dann, dass man es dort machen kann. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass man dieses Seminar und andere Seminare, ich sage es nochmal, Motor der Mission mit Hartmut Schmid, begeistert von den Möglichkeiten, die Gesellschaft zu gestalten mit dem Uwe Heimowski, befähigt, mit dem Heiligen Geist im Alltag zu leben, mit der Christine Faber, und vom Bedürfnis nach tieferer Geistesausrichtung in Gemeinschaftsbewegung und Pfingstbewegung mit Frank Laus. Diese 4 Vorträge kann man entweder auf CD bestellen oder digital, könnt ihr über die Erfüllt-Homepage oder an unserem Stand auch erbitten. Wir haben jetzt eine Pause. Und um 15.30 Uhr geht es zum Finale, zur Einheit 4 heute, mit den Verabschiedungen und wie es weitergeht. Also eine kleine Pause, Zeit zum Unterschreiben, Zeit zum Füße vertreten, und dann geht es 15.30 Uhr weiter.